Shana Tova u Metuka! Für unser letztes Video über Rosh Hashanah bleibt uns nur noch, dir ein süßes neues Jahr zu wünschen. Weil wir uns ein süßes neues Jahr für uns und alle Menschen wünschen, essen wir in Honig getauchte Äpfel und andere süße Speisen. Es ist ein gutes physisches Symbol für das, was wir uns für unser inneres Leben wünschen, dass es gesüßt ist durch die Erkenntnis Gottes. Wenn du also das moderne Neujahr feierst und hoffst, dass Gott deinen Namen in das Buch des Guten schreibt, denke daran, dass Yeshua der Messias dein Leben bereits so süß wie möglich gemacht hat. Bevor er zum Klang der Trompete zurückkehrt, nimm dir Zeit, dein Leben zu prüfen. Wenn du ihn kennst, lebst du wirklich für ihn in allem, was du tust? Und wenn du immer noch versuchst, die Gunst Gottes durch gutes Handeln zu erkaufen, dann halte inne und lies, was die Tora und unser Messias Yeshua sagt. Wir alle bei Juden für Jesus wünschen dir ein süßes neues Jahr und vor allem, dass dein Name in Gottes Buch geschrieben steht, in dem du den Messias kennenlernst.